der individuellen automobilen Fortbewegung. Seid gegrüßt, Tobi hier von West Berlin Customs. Heute mal mit einem ganz kurzen Intermezzo-Video, real life, ungeschnitten, ungeschminkt. Und wir machen gerade was Witziges und ich dachte mir, das ist ein kleines Video wert. Und zwar bauen wir auf eine 8 Zoll, 8x18 Zoll Mercedes-Felge, um genau zu sein, einen Reifen drauf. Und in dem Fall ist es ein sehr cooler Reifen, habe ich so noch nie gesehen. Wir schnappen uns den einfach mal und zeigen ihn mal in die Kamera. Der sieht so aus. Und das Besondere dabei ist, wir haben ja so ein Tire-Stretch-Video gemacht, kennt vielleicht einige, ich blende es uns mal ein. Der Reifen ist sozusagen pre-stretched, der ist schon vorgestreckt. Wenn man sich das so anguckt, sieht aus von der Seite wie ein normaler Reifen. Und von vorne sieht man, dass die Flanke schon vorne, von vornherein, ohne dass der auf eine Felge montiert ist, schon komplett gestreckt ist. Wenn wir das Ding jetzt noch auf eine 8 Zoll Felge drauf bauen, es ist nur ein, achso, das wird vielleicht einige interessieren, Dimension, 195, 35, 18. So, Flankenhöhe, wie man sieht, ist ein Witz. Viele denken immer, 35 ist eine Millimeterangabe, stimmt nicht wirklich. 35 ist Prozent, also Prozentwert von der Breite. Das heißt also, von 195 mm, 35% sind die Flankenhöhe von dem Reifen. Ich montiere das Ding jetzt mal ganz kurz, ratzfatz. Dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich witzig aussieht. Achso, machen wir gleich nochmal einfach nochmal ein bisschen Grundlagenreifen. Also, viele wird vielleicht interessieren, was für ein Reifen das ist. Es gibt nur einen Hersteller für diese Reifendimension, zumindest ist mir nur einer bekannt. Wir haben gesucht in einer riesigen Plattform. Das ist die Firma Achilles. Labelwert und so, ein Witz, ey, guck mal hier, Spritverbrauch F. Und das bei so einem Reifen. Also, dass ein Reifen, der 195 mm breit ist, in der Spritverbrauchskategorie bei F ist, ist relativ ungewöhnlich. Also bei einem 245er, 285er Reifen klar. Rollwiderstand ist relativ hoch. Die Markierungen auf dem Reifen spielen für uns überhaupt keine Rolle. Die sind eigentlich nur für die Fertigung wichtig und für die Produktion. Was für uns auch interessant sein könnte, ist der rote Punkt auf dem Reifen. Ist in der Regel der höchste Punkt. Ein Reifen hat eigentlich keine hundertprozentig runde Form, sondern ist ein bisschen geformt wie ein Ei. Und das ist sozusagen die Spitze vom Ei. Und dann haben wir irgendwo noch einen gelben Punkt. Das ist der leichteste Punkt vom Reifen. Die werden gemessen bei der Produktion oder nach der Produktion. Und den gelben Punkt macht man zum Ventil. Gerade wir verbauen jetzt hier ein Edelstahlventil. Deswegen machen wir den gelben Punkt zum Edelstahlventil, weil damit gleichen wir so ein bisschen die Unwucht aus und erreichen dadurch eine reduzierte Unwucht. Das heißt, wir müssen weniger Gewicht kriegen. So, jetzt bauen wir das Ding endlich mal drauf und gucken mal, wie es aussieht. So, das war schon mit der Montage. Wie man schön sehen kann, ist die Ventilmarkierung ungefähr mit dem Ventil in einer Flucht. Das muss jetzt nicht hundertprozentig perfekt sein, aber wir haben den leichtesten Punkt vom Reifen ungefähr am schwersten Punkt von der Felge mit dem Edelstahlventil. Was wir jetzt noch machen werden, ist Luft draufballern und dann werden wir sehen, wie der Reifen sitzt. Ich bin sehr gespannt. Fertig. Yippie! So. Und passend zu unserem ursprünglichen Tire-Stretch-Video kann man schön sehen, dass der Reifen minimal gestreckt wird. Hier können wir ein bisschen hier ein Close-Up machen. Das war die Montage von 4 gestreckten Rädern. Die kommen übrigens, falls sich jemand dafür interessieren sollte, auf einen 124er Mercedes, auf ein Coupé drauf. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Cruisen durch die Sommersaison 2017. Macht's gut, bis bald, ciao.